Ja, hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay-Video des Microsoft Flight Simulator 2020. Ja, in dieser kleinen speziellen Folge machen wir mal eine kleine Oka-Challenge. ja, als gebürtiger Braunschweiger wächst man ja rein theoretisch mit der Oka ja sogar auf, ne? Nicht nur geschichtlich, sondern auch so. Ich habe das Glück gehabt oder habe das Glück, dass ich in einem Ort wohne, wo die Oka dran vorbeifließt und ich dachte mir, machen wir mal was Besonderes. Wir verfolgen die Oka von dem Ursprungsort, also dem Harz. Ein paar Kilometer östlich von Altenau ist der kartenmäßige Ursprungsort. Bis zum Ende in Müden, in Klammern an der Aller, kann man so sagen. Denn da endet halt die Reise der Oka direkt in der Aller. Ja. Für diese Challenge habe ich mir ausgedacht, dass ich ein schnelleres Flugzeug nehme. Ich habe jetzt leider den Namen der Maschine nicht. Es ist auf jeden Fall ein Doppeldecker, ein relativ schneller und auch kein normales Sportflugzeug. Das Ding ist schon ein bisschen was für Luftakrobatik, aber relativ schnell und ziemlich zackig, ihr werdet es merken. Jetzt noch ein kleiner Hinweis. Das ist jetzt, glaube ich, meine zweite oder dritte Aufnahme. Ich spiele mit den normalen bekannten Gameplay-Einstellungen, wie bisher gehabt. Ich habe das auch in meinem Tech-Talk vorgestellt gehabt. Eingestellt ist der 19. September. Abends gegen 18:30 Uhr, also halt relativ Sonnenuntergang. Werden wir schön genießen den Flug gleich. Ich werde ein bisschen was erzählen. Und ja, es kann vorkommen, dass das Spiel mal hakelt oder mal auch teilweise wirklich stecken bleibt. Seit dem neuesten Update, der vielleicht 4, 5 Tage her ist, ist der Microsoft Flight Simulator generell etwas instabiler geworden. Das heißt, es gibt einen durchgängigen Fehler, zum Beispiel, dass der für ein paar Sekunden einfriert. Keine Ahnung warum. Ist auf jeden Fall schlimmer als das, was ich bisher kenne. Schade eigentlich. Aber müssen wir momentan mit leben. Es gibt dann auch noch diverse andere Probleme mit dem Funkverkehr und ja, ein paar anderen Probleme, ein paar andere Dinge, die würden jetzt halt den Zeitraum ein bisschen sprengen. Für euch nur wichtig halt, es kann dazu kommen, dass es mal vielleicht Bilderrateneinbrüche gibt oder auch sogar mal stehen bleibt kurz. Keine Sorge, alles chillig. Es liegt halt daran, dass Microsoft mal wieder oder beziehungsweise die hauseigenen Entwickler halt einen bisschen nachlässig waren, sowas so rum. Und wir werden auf unserer Route auch noch ein paar Erkennungsfehler der Software sehen. Zum Beispiel wird eine Straße bei Bürsum wird dann als Fluss markiert, obwohl es eigentlich eine Landstraße ist, die halt nach Wolfenbüttel führt. Die wird halt unter Wasser gesetzt und die Oka dafür nur als Planarbild. Wir werden es gleich sehen. Ist halt typisch, wir kennen es ja mittlerweile nicht mehr anders. Trotzdem ist die Schönheit eigentlich relativ überwältigend, die der Simulator dennoch hervorbringt. Alles klar, dann hauen wir mal raus. Ich werde euch dann auch ein bisschen noch was zu erzählen. Wie gesagt, wir starten jetzt direkt im Harz, ein paar Kilometer östlich von Altenau. Wir fliegen jetzt direkt über Altenau, fliegen über die Okertalsperre, beziehungsweise den östlichen Teil, Schulenberg im Oberharz heißt der komplette Name. Werden wir nicht überfliegen. Wir sehen es aber von Weitem. Das ist auf der anderen Seite der Talsperre. Die Okertalsperre ist ja relativ groß und hat halt zwei Flügel, kann man sagen. Unter einem befindet sich die frühere Stadt Schulenberg, die man ja dann, ja, die Leute aufgeben mussten, weil man halt diesen Stausee angelegt hatte. Da muss man halt alle umsiedeln, weiter hoch. Deswegen Schulenberg im Oberharz, an der westlichen Flanke ist das genau. Da fliegen wir Okertal und dann runter in die Stadt Oka. Von da aus nach Fienburg, Schladen, Bürsum, Wolfenbüttel. Fließender Übergang dann nach Braunschweig, dann hoch knapp an Gifhorn vorbei. Ich werde euch da natürlich begleiten, keine Sorge. Gut, dann wollen wir loslegen. Ihr seht, die Maschine ist ein bisschen laut und natürlich in meinen Lieblingsfarben Blau und Gelb. Lieblingsverein Eintracht Braunschweig, muss man nicht viel zu sagen. Die Leute aus der Region wissen das.
Hier oben beginnt also der Lauf der Oka. Geht hier zwischen den beiden Bergrücken runter Richtung Altenau. Und auch wenn das Datum jetzt nachträglich angepasst wurde, das Wetter ist dem aktuellen nachempfunden. Also noch schöner Hochdruckeinfluss, Sonne. Und hier unten sehen wir jetzt bereits schon, dass hier jetzt die Oka anfängt. Sie geht jetzt quer durch Altenau durch. Altenau, sehr schöne kleine Stadt. Ich glaube sogar auch Kurort. Meine Familie und ich sind ja relativ oft zu Weihnachten. Es gibt einen super, super netten Adventsmarkt hier oben. Wenn Schnee noch liegt, dann ist das Ganze noch viel intensiver. Und zu Walpurgisnacht ist es hier auch super schön eigentlich. Also ist ein kleiner Tipp am Rande von mir. So, ich habe die Trimmung noch hier eingestellt. So, wir haben jetzt Altenau verlassen und sind jetzt eigentlich schon direkt über der Okertalsperre. Das ist einer der Flügel der Okertalsperre. Hier unten kommt jetzt, ich weiß nicht, wer das ist, ob das der Windbeutelkönig ist oder der Schnitzelkönig. Auf jeden Fall kann man hier oben super gut essen bei der Talsperre. Und da drüben, da wo die Sonne gerade untergeht, da hinten ist Schulenberg im Oberharz. Aber wir fliegen jetzt hier rechts lang und fliegen jetzt eigentlich zur Talsperre selber direkt. Merkt, wir bleiben immer noch auf Kurs, immer schön über der Oka. Jetzt kommen wir direkt nach Oka, also Stadt Oka. Das alles hier ist auch Oka. Soweit ich weiß, Landkreis Goslar. Goslar befindet sich hier da hinten, auf der hinteren Bergbrücke. Hinter dem Flughafen hier. Wie gesagt, das ist alles Oka. Wir folgen jetzt der Oka, also dem Fluss, weiter. Hier ist eine Abraumhalte. Okay. Wir folgen jetzt eigentlich dem Fluss weiter, halt Richtung Fienenburg. Überqueren wir jetzt die B6. Sieht fast aus wie eine Autobahn, ist aber tatsächlich die Bundesstraße B6, ist aber allerdings die Schnellstraße. Und mein persönlicher Tipp an der Stelle, seid auf der Bundesstraße nicht allzu schnell, auch wenn es aussieht wie eine Autobahn. Kann relativ schnell teuer werden. Einheimische werden wissen, was ich meine. So, ich versuche weiterhin auch unter 1000 Fuß zu bleiben. Das ist ja relativ langweilig, aber die Maschine zwingt mich immer dazu, wieder aufzusteigen.
Achso, jetzt müsste es mit der Trimmung passen. Wir haben ein bisschen Zeit, dann zeige ich euch mal die Maschine von innen. Das ist Fienburg jetzt. Und die Oka macht sich jetzt denn hier links von uns gleich aus dem Staub. Hier unter uns ist sie jetzt und dann geht sie halt links am Berg lang. Wenn wir jetzt hier nicht Fienburg überfliegen. Jetzt kommen wir zur A36. Die führt nach Braunschweig, Wolfenbüttel Braunschweig und in die Richtung grob nach Harzburg. Und dann halt Richtung Sachsen-Anhalt, grob gesagt. Hier unter uns ist jetzt Videla. Und wir begleiten jetzt die Oka erstmal weiter. Hier rechts, das ist die Wiedeler Straße, die ich jetzt gerade aufgeschnappt habe. Hier verläuft auch die Grenze zwischen Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, jedenfalls wenn ich jetzt Google gerade mal glauben darf. Glaube ich gar nicht, die Grenze ist weiter rechts von uns. Alles egal. Auf jeden Fall, das hier unten ist alles Naturschutzgebiet. Super schön, ne? Sehr schöne Zeit rausgesucht. Das Naturschutzgebiet, wo die Oka hier lang fließt. Und so persönliche Anekdote von mir, ich habe da hier schon mal fotografiert, ihr seht, hier geht auch eine weitere Landstraße lang. allerdings war das eins der großen Hochwasser, da brauchte man nicht weit weg von der Straße, da konnte man gleich von der Straße fotografieren. Da ja eh schon alles unter Wasser stand. So, wir kommen nach Schladen. Das hier ist Schladen. Gerade die B82 und jetzt kommen wir zur, ich überfliege jetzt die Kaiserpfalz Werla. Ursprünglich mehr eine Ruine, aber man hat die mittlerweile ein bisschen restauriert. Da ja, sieht relativ toll aus, kann ich empfehlen als Reiseort. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal angucken, wenn ihr mal in der Nähe seid. Ihr könnt aber diese Kaiserpfalz nur von der Hauptstraße da hinten, von der Parallelstraße hierzu erreichen. Müsst auch ein bisschen wandern. Aber nicht allzu viel. Es geht. So. Während ich jetzt meine Trimmung nochmal nachjustiere, kommen wir jetzt nach Börsum. Und der Fehler müsste jetzt auch gleich auftauchen. Mal schauen. Auf jeden Fall, hier unten läuft die Oka weiter. Börsum zu unserer Rechten. Und ihr seht jetzt da, seht ihr Wasser. Darf eigentlich nicht sein, da führt eigentlich eine Landstraße. Die führt dann halt grob Richtung Wolfenbüttel. Kommt links von uns Dorstadt. Jetzt kommt eine, sagen wir mal, Dreierkombination, kann man sagen. Also Dorstadt zu unserer Linken. Mit dem Fluggelände, so. Die Oka immer noch unter uns.
Und dann da hinten Kissenbrück. Das ist das da, was da wohl gerade jetzt reinfliegen. Grob gesehen. Wir bleiben ja immer bei der Oka. Also, Kissenbrück. Und dann kommt da Orum. Ich weiß gar nicht, gibt es da heute noch diesen Balsenladen? Da war mal Balsenladen, der hat alles von Balsen verkauft und Keks und so weiter. Manchmal auch relativ günstig. Ich weiß gar nicht, ob es den überhaupt noch gibt. Müsst ihr mal googeln. Das war jetzt also Orum. Hier rechts ist Neindorf. Genau, da ist Neindorf. Und wer meine bisherigen Videos gesehen hat, der weiß jetzt, Flugplatz Große Wiese, das ist südlich von Wolfenbüttel. Wir fliegen nämlich jetzt in die Lessingstadt. War ja vor ein paar Jahren auch sehr, sehr heftig getroffen vom Hochwasser. Die Oka ist ja dafür in unserer Region sehr bekannt, ziemlich schnell Hochwasser zu führen. Nicht nur, weil das ganze Wasser vom Harz mit runterläuft, sondern auch, wenn halt Schneeschmelze ist und die oben halt die Talsperre aufmachen müssen und Wasser ablassen müssen. Dann kommt es schon mal hier zu einer gewissen Hochwasserlage. Allerdings, so wie vor 3 oder 4 Jahren hatte man das eigentlich noch nie oder schon sehr, sehr lange nicht mehr. Auf jeden Fall war ziemlicher Notstand. Gerade in Schladen und Wolfenbüttel, Braunschweig, okay, kam aber mit einem blauen Auge davon. Wirklich extrem schlimm hat es halt Wolfenbüttel und Schladen erwischt. Wie ihr auch seht, weil die Oka ja hier auch relativ gut in älteren Teilen von Wolfenbüttel langfließt. Teilweise auch mit 2 und 3 Adern. Das ist ja in Braunschweig genauso, da gibt es ja den östlichen Lauf und den westlichen Lauf der Oka, auch halt 2 Läufe. So, das ist Großstöckheim, der Stück, und hier führt jetzt die Landstraße Richtung Leiferde. Und unter uns immer noch die Oka, schön in den Bäumen gehalten. Da ist denn die 36 wieder. Da vorne. Der nächste Ort, der jetzt kommt auf der linken Seite, das ist Leiferde. Hier rechts haben wir Stöckheim. Da stehen bereits schon die ersten Gebäude vom Neubaugebiet. Neubaugebiet, kann man sagen. Unter uns jetzt die alte Fischerbrücke. In Leiferde für den Durchgangsverkehr übrigens gesperrt, da kommt kein Auto mehr durch. Altersschwach halt. Hier rechts haben wir jetzt Stöckheim. Der alte Teil von Leiferde und Leiferde insgesamt. Zumal. Und die Oka geht jetzt direkt auf Rüningen zu. Hier links ist jetzt Rüningen, wo ich wohne, wo er jetzt gerade mal mich ein bisschen ärgert. Unten unsere Brücke, die man auch vor ein paar Jahren restauriert hat. Wir verlassen Stöckheim, wir verlassen Rüningen, die Mühltürme natürlich wieder als Hochhäuser. Unter uns der Südsee und rechts parallel dazu die Oka, die speist da zum Teil ihr Wasser ja auch in den Südsee rein. Auch ein beliebtes Fotoplace von mir. Wir machen mal einen kurzen Break, damit das Spiel mal sich ein bisschen regenerieren kann. Ich habe gerade irgendwie das Gefühl, dass er meine Leitung gerade mal voll anzapft. Oder dass sich der nächste kurze Absturz anbahnt. Will ich aber nicht hoffen. Also was heißt Absturz? Das ist halt ein recht frisches Problem, was man da hat. Ah, wo ich gerade hier so in der Luft stehe. Also wie gesagt, da hinten Rüningen, das hier ist das Kreuz. Das Kreuz Süd, Kreuz Rüningen. Kreuz BS Süd heißt das vollständig, genau. Da geht jetzt hier die 39. Und geradeaus geht es, da hinten geht es dann zur Stadtautobahn 391. Die
die 36, die ist dann auf der rechten Seite. Die kommt da, da rein und kommt dann hier im Kreuz Braunschweig. Was war das? Ja. Autobahn Kreuz Braunschweig Süd heißt das. Und genau. Und das da ist Kreuz Südwest. Oder Dreieck Südwest. So. Jetzt haben wir es auch mal erklärt. Ich hoffe jetzt, dass das Spiel sich jetzt mal beruhigt hat. Alles Melferode hier. HIH-Klinik da unten. So. Ah, die OK war jetzt hier. So, kommen wir wieder zurück zum Thema. Bäm. Ah. So, die OK fließt jetzt unter uns weiter. Und legt ihren Verlauf direkt Richtung Bürgerpark. Da haben wir es. Da haben wir auch das Messegelände. Gartenverein, Camping, Platz für Campingwagen. Die OKA fließt immer noch. OKA Cabana unter uns. Kommt die Volkswagenhalle und die Nord-LB und dann halt der alte Wasserturm. Die OKA macht dann hier zwei Wege. Wir folgen den kürzesten, den linken Weg. Die geht hier zwischen den Gebäuden weiter. Die OKA. Rein theoretisch hier unter uns. Die OKA macht ja einmal einen Rechtsbogen um den Stadtkern drumherum und dann einmal einen linken Bogen. Wir fliegen den linken Bogen. Wir sehen hier die Brücke. Unter uns die OKA noch. Und fliegen dann links am Kraftwerk vorbei. Richtung Schwarze Berge. Hier haben wir jetzt den Ölpersee und Schwarzen Berge. Eintrachtstadion da hinten. Das ist wohl das Hochhaus, stimmt übrigens. Das ist tatsächlich ein Hochhaus. Für alle Nicht-Braunschweiger. Tja, und die OKA geht denn jetzt hier unten drunter durch, unsere Stadtautobahn wieder. Da läuft, da ist sie. Die wird jetzt hier irgendwo da. Da kommt sie wieder. Die macht da hinten diesen Bogen und kommt dann unter uns wieder. Hier ist die Feltenhofbrücke. Das ist Feltenhof. Und wir fliegen hier jetzt direkt nach Watenbüttel rein. Der Mittellandkanal. Ja. Das ist das Abfall- und Entsorgungszentrum. Wir haben jetzt also Watenbüttel verlassen. Ups, da ist die OKA. Fast wäre die Challenge in die Hose gegangen. Aber nur fast, hab ja noch aufgepasst. So, hier kommt die A2. Gefolgt von Falle und Rote Mühle. Dann kommt Großschwülper. Hier rechts, das ist Lagesbüttel. Da, Lagesbüttel ist hier dann. Großschwülper. Hier nebenan verläuft die Landstraße Okerstraße, heißt die. So, als nächstes kommt dann auf unserer lustigen Tour auf der rechten Seite Neubrück. Und auf der linken Seite haben wir dann Diddersee.
Ja, am Katzenberg haben wir hier. Also heißt die Ortschaft tatsächlich am Katzenberg. Und dann ist mal für ein paar Kilometer wieder nichts. Folgen einfach nur einen schönen Flusslauf. Ehe wir jetzt zu Hillerse kommen. Eine der nächsten großen Städte, die an der Oka liegen. Da oben geht der Mond auf sogar. Sehr schön. So, unter uns Volkse. Volkse und hier haben wir Daldorf. So, jetzt kommen ein paar größere, ja, Orte. Siershausen fliegen wir jetzt direkt drauf zu. Und wenn wir den Verlauf weiter folgen, kommen wir dann nach Meinersen. Dann auf der linken Seite haben wir Ahnsen. So, und jetzt kommt eine ganze Weile nichts, ehe dann die Oka langsam ihrem Ende entgegengeht. Denn da vorne haben wir schon Mühlen. So, und hier seht ihr jetzt von rechts nach links die Aller und hier rein theoretisch das Ende der Oka, wie sie jetzt hier in Müden in 1 übergeht. Tja, und das war meine Oka-Challenge, beziehungsweise unsere Oka-Tour vom Harz bis zum finalen Ausgangspunkt oder bis zum Überlaufpunkt in Müden. Ihr seht, es ist schon eine gewisse Distanz, die sie zurücklegt. Einen schönen Sonnenuntergang haben wir jetzt hier auch. Da hinten ist, glaube ich, der Braunschweiger Flughafen, der so blinkt. Stern. Es lohnt sich öfters auch tatsächlich mal nach oben zu gucken. Also wie gesagt, da hinten haben wir den Mond. Sichelform.
So, ich glaube, ich muss mich jetzt mal auf die Landung konzentrieren. Denn da kommt nicht mal mein Flugfeld. Denn die Kiste hat ein bisschen mehr Leistung als das, was ich bisher geflogen bin. Die will tatsächlich noch ein bisschen. Die will noch ein bisschen ziehen, die Kiste. Das wird ein bisschen. Ja, passt aber. Der war aber toll. Gerade stellen. Ja. Und jetzt friert er ein. Zum Feierabend friert er ein. Ich werde nicht wieder. Und da so soll man arbeiten. Das ist unglaublich. Und das ist genau das, was ich am Anfang schon gesagt habe. Das ist ein ganz frischer Fehler. Und den haben auch wirklich viele. Und es macht momentan den Spielspaß ein bisschen kaputt. Wenn ich es ehrlich so sagen darf. Es ist nicht lustig eigentlich. Könnte natürlich sein, wenn ich jetzt noch mal ein, zwei Videos mache, dass das natürlich auch passiert. Das ist natürlich ein bisschen unschön. Gut, ich glaube, es macht nichts, wenn ich jetzt hier stehen bleibe. Mit der Maschine. So. Schönen Sonnenuntergang sehen. Dann können wir jetzt. Können wir jetzt ausschalten. Motor abstellen. So. Dann haben wir's. Stehen wir jetzt hier schön und gucken in den Sonnenuntergang. Ja, das war die Oka Challenge bzw. Oka Flug von Harz bis zur Müden, bis nach Müden zur Aller. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, die Idee hat euch gefallen. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt oder einfach kommentieren wollt, beziehungsweise vielleicht sogar einen Flugwunsch habt, einfach äußern. Ich werde dem zeitnah nachgehen. Vorausgesetzt, das Spiel beruhigt sich mal wieder, dass das mal gepatcht kriegt. Dass wir das mal endlich gepatcht kriegen, das Problem. Wie gesagt, momentan macht es uns Microsoft da nicht wirklich einfach, uns Hobbyfliegern. Dem momentan ja ein bisschen was abzuverlangen. Ja, sonst würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Vergesst, ich würde mich über jeden Like freuen, über Abonnenten sowieso. Sonst wünsche ich euch noch alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.